Es tut mir wirklich leid, Heathcliff, aber du kannst ein Fräulein von Welt nicht andauernd in dieselbe Spielung einladen. Zum einen schickt sich das nicht und außerdem ist es auf die Dauer stinklangweilig. Hab dich nicht so, Sonja. Wir waren doch ewig nicht mehr da. In dieser Woche erst dreimal. Ich habe keine Lust, nochmal darüber zu diskutieren. Nein? Wenn dir nicht in allernächster Zeit was Besseres und Romantischeres einfällt, dann kannst du mich mal. Ist das dein Ernst? Tim Zicke. Am Sonntag will die Süße mit mir segeln gehen. Ja, das wäre wunderschön. Ah, wann immer die Wehmut ihre schwarze Hand nach mir ausstreckt, kommt mein alter Kumpel Spike vorbei, um mich ein wenig aufzuheitern. Sonntag will die Süße eine Seefrau sein. Gib mir die ganze Nacht. Oh, nee! Och, nee! Yippie, gib Gas, du Suppenhuhn! Yippie! Links, schwenk, machst du, Fetter! Naja. Yipp, 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 yippie! Ups! Lass mich sofort runter! Kollege, wir wollen keine Ärger. Der Katzenpate möchte dich sehen. Der Katzenpate? Wer zum Teufel sollten das sein? Na, das ist unser Boss. Wir sind neu in der Gegend und wir haben schon viel von dir gehört. Du hast einen guten Ruf. Und wenn du es einrichten kannst, würde dich der Katzenpate gerne sehen. Wann? Sofort. Na, dann wollen wir mal hören, was der Mann zu sagen hat. Also gehen wir. Du musst dieser Meathcliff sein. Ich habe schon viel von dir gehört. Ich heiße Heathcliff und nicht Meathcliff. Wie du willst. Hör zu, Chiefcliff. Ich möchte, dass du eine Kleinigkeit für mich erledigst. Ich heiße Heathcliff und nicht Chiefcliff. Auch nicht Meathcliff. Heathcliff. Es tut mir leid. Auf einem Ohr bin ich ziemlich taub. Wie dem auch sei, Heathcliff. Ich habe da dieses kleine Problem. Da könntest du mir behilflich sein. Weißt du, ich bin ein recht beliebter Kater. Die anderen Katzen schenken mir tausend Dinge, wie Gummimäuse, Fisch, Milch. Naja, eben Dinge, die ich mag. Das ist zwar einerseits hoch anständig, bereitet aber auch gewisse Probleme. Da wir mit der Gegend noch nicht so recht vertraut sind, kennen wir auch nicht unsere Ansprechpartner. Aber du bist doch der Chef hier im Bezirk, Beastcliff. Und da dachte ich mir, du würdest vielleicht für mich meine Geschenke einsammeln. Wieso sollte ich? Was springt dabei für mich raus? Oh ja, sowas aber auch. Habe ich das nicht erwähnt? Ich kann die Geschenke natürlich nicht alle selbst verwenden. Naja, und ich dachte, du würdest mir vielleicht einige abnehmen. Als Lohn für deine Mühe gewissermaßen. Ach so, in Ordnung, Kumpel. Das hört sich ganz gut an. Wir beide kommen ins Geschäft. Na los, langer Lulatsch. Gib dem Kleinen die Liste. Ich kümmere mich gleich um den Kram. Bis später dann. Ach, Katzenpate. Und was ist mit dem geschäftlichen Teil? Ach nein, Little Joey, ich konnte ihm doch unmöglich verraten, wieso wir die vielen Geschenke kriegen. Sehr gut, Boss. Und wenn die Katzen nicht bezahlen, können wir uns immer noch drum kümmern. Da hast du recht, langer Lulatsch. Aber unser Heathcliff wird das Ding schon schaukeln. Tabby Tornister, der Nächste auf der Liste. Mein Freund Heathcliff, was kann ich denn Gutes für dich tun? Guten Tag, Tabby. Oh, es handelt sich nicht um mich, ich tue einem Freund einen Gefallen. Einen Gefallen? Genau, dein Name steht auf der Liste vom Katzenpaten. Der Katzenpate? Ich habe den Eindruck, der Katzenpate ist ziemlich beliebt. Der Katzenpate. Miau! Miau! Freunde, euch habe ich gesucht. Meine Fresse, Heathcliff, wo hast denn du den ganzen Kram her? Oh, das sind nicht meine Sachen, die gehören dem Katzenpate. Der Katzenpate, ach, Herr Gideon! Schönen Dank, Jungs. Ihr wart nämlich die letzten drei auf meiner Liste. Oh nein, Heathcliff, ich bin sprachlos. Du hast ja wirklich eine romantische Ader. Nimm doch Platz, meine Liebste. Das Abendessen wird sofort serviert. Schön, Heasy, Schatz. Das Essen war wirklich vorzüglich. Ach, Sonja, ich hab da was für dich. Oh, Heathcliff, das ist einfach entzückend.
Der Abend wäre wirklich gelungen, wenn ich mir nicht in einer Tour Gedanken über den neuen Kater im Bezirk machen müsste. Was denn für ein Kater? Na, über den Katzenpaten natürlich. Hm? Er hat alle Katzen im Bezirk gezwungen, ihm Geschenke zu machen. Und wenn sie sich weigern, dann... Wenn sie sich weigern, was ist das? Na, was wohl? Und eine furchtbare Katze sammelt alles für ihn ein. Diese Katze muss einen ganz miesen Charakter haben, wenn sie freiwillig für solch einen Schurken arbeitet. Ich glaub's nicht, das ist ja wohl wirklich die Höhe. Versucht da den guten alten Heathcliff zu lenken, der Sack. Hallo, Jungs! Hey, du macht euch mal nicht gleich ins Hemd. Ihr drei werdet mir helfen, meinen guten Ruf zu retten. Gott, zum Grußhasenfuß. Was wollt ihr denn hier? Ja, Katzenpate, wir sind gekommen, um dir eine Nachricht zu überbringen. Von einem überaus wichtigen und einflussreichen und kräftigen Kater. Ihr habt eine Botschaft für mich? Da bin ich gespannt. Ja. Werter Katzenpate, es ist mir jüngst zu Ohren gekommen, dass Sie sich, also Sie persönlich gewissermaßen, in meinem Bezirk breit gemacht haben. Los, komm endlich zum Thema. Geht klar. Aus dem oben genannten Grund fordere ich Sie und Ihre debile Bande auf, den mir angestammten Bezirk unverzüglich zu räumen. Ich gebe Ihnen eine Stunde Zeit, Ihren Kram zu packen und die Stadt zu verlassen. Gezeichnet, der Straßenkater. Bitte? Ich kenne überhaupt keinen Straßenkater. Aber meine Jungs haben eine Botschaft für euch drei Jungs, die ihr bitte weiterleitet. Schnappt sie euch, Jungs. Ja, schnell, wenn ihr euch hinterher flattet. Stimmt. Der Straßenkater. Höchstpersönlich. So, so. Du bist also der Rasenvater. Straßenkater. Das heißt Straßenkater. Und ihr drei habt hier nichts mehr zu suchen. Für dich fällt der Vorhang, Katzenpater. Da bist du leider im Irrtum. Die Vorstellung fängt nämlich gerade erst an. Lauft um euren Leben! Banditen kegeln auch nicht schlecht. Und um die Sache ein bisschen abzurunden, könnt ihr euch wohl vor Lachen nicht zu vergessen, den dicken Batzenbraten, ne? Was kommt davon, wenn man den alten Heathcliff aufs Kreuz legen will? Heathcliff! Heathcliff, der Rasenvater! Heathcliff? Der Rasenvater? Was soll denn das für ein Film sein? Das ist eine lange Geschichte. Ich kann es kaum glauben, das war Heathcliff. Heathcliff, der war es, Jungs. Ah, genau. Tiger muss noch seinen Lieblingskratzbaum zurückkriegen, ja? Hast du wirklich so wenig Vertrauen, Tabby? Dein Kram ist komplett? Na schön, damit haben wir wohl den ganzen Kram zurückgegeben, den der Katzenpate geklaut hat. Ach, Heathcliff? Hast du vielleicht Lust, mich nach Hause zu begleiten, um mit der Maus zu spielen, die du mir geschenkt hast? Weißt du, Sonja, in Wahrheit durfte ich die Maus eigentlich gar nicht verschenken. Allerdings könnte ich sicher dem rechtmäßigen Besitzer ein Angebot machen, das er kaum ablehnen dürfte. War noch größerer Dussel als Spike. Hä? Und ich sage euch, ihr hättet wirklich dabei sein müssen, euer Onkel Heathcliff als Catcher. Da war ich eine echte Granate. Dann angeln es dir, Mungo, das Quartett. Na klar. Oh nein, bist du ein Vollidiot. Wir spielen hier ein Kartenspiel und das heißt Quartett. Ja, natürlich. Hatte ich nur gerade vergessen. Kann passieren. Nein, die Karte doch nicht. Spiel das Ass aus. Was?
Quartett! Heißer, oh. Ich hab gewonnen! Was bist denn du für ein Klugscheißer? Auweia, Heathcliff! Oh, ich persönlich werde ich traurige Wände. Unser Spiel ist, wie es aussieht, zu Ende. Das soll sein. Ich schlage vor, dass wir angeln gehen.